So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon 3D, dem mittlerweile vierten Part. Und in diesem Part, ich hatte ja im letzten Part gesagt, ich weiß noch nicht so genau, ob wir jetzt auf Route 32 gehen oder ob wir in den Alfruinen bleiben. Und ich habe mich dazu entschieden, wir bleiben in den Alfruinen und machen dort erstmal etwas Besonderes. Wir werden heute, hier und jetzt in diesem Part, nämlich drei Inkognitos fangen. Das hat auch einen Grund, denn danach bekommen wir einen zusätzlichen Pokédex sozusagen. Das heißt, nicht nur sozusagen, wir bekommen einen zusätzlichen Pokédex. Für alle, die Pokémon Gold und Silber kennen, die wissen das ohnehin schon. Ich habe schon mal gesagt, es ist mir egal in Pokémon, ob ich spoiler oder nicht. Das ist in Pokémon nun wirklich nicht von Bedeutung, glaube ich. Wenn ich in anderen Spielen spoiler, was ich ja auch ganz gerne mal mache, dann ist das schon was anderes. Aber in Pokémon sollte das nicht von Bedeutung sein. Wir fangen also zunächst erstmal dieses Inkognito, in der Hoffnung, es funktioniert. Wir werden sehen. Aber ich denke mal schon. Critical, ja, wow. So, back. Machen wir die Pokébälle. Ah, ich denke mal, ich muss dann nochmal zum Supermarkt, um Pokébälle zu kaufen. Mensch, jetzt war ich total mit meinen Gedanken woanders und wusste gar nicht, was ich sagen sollte. So, dann haben wir jetzt das erste Inkognito. Inkognitos, ja, wir belassen sie bei dem Namen. Inkognito, weil alles andere, das brauche ich nicht. So, das ist ein P, denke ich mal. Was soll das sein? Oder ein F. Ach, ich weiß das nicht. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Buchstabe ist. Aber das ist unser erstes und das sollten wir nicht nochmal fangen. Wir brauchen also jetzt ein anderes. Dann wollen wir mal weitersuchen hier. Und was kommt als nächstes? Das haben wir natürlich noch nicht. Es gibt irgendwie, also es gibt bestimmte Erkennungsmerkmale, woran man erkennen kann, welcher Buchstabe das ist, aber ich habe keine Ahnung. Und meine Kreativität ist nicht so weit ausgeprägt, als dass ich sagen könnte, hey, ich erkenne ganz genau, dass das ein Inkognito P ist oder ein Inkognito W ist oder ein Inkognito M ist. Das kann ich nie sagen. So, also bleibt gefälligst drin da. Ja, schön, das war Nummer 2. Nummer 3 folgt zugleich. Hoffen wir es. Ja, hier brauche ich wieder die Maus. Ist ja blöd. Komm zurück, olle Ratte, klingt natürlich auch geil. So, dann lasst uns Nummer 3 fangen. Ich hoffe, sie haben diesen Pokédex hier schon eingebaut. Das weiß ich ja nicht so genau. Es könnte ja auch sein, dass der noch gar nicht eingebaut ist. Ist euch übrigens mal aufgefallen, dass ich in letzter Zeit ziemlich schnell spreche? Ich wette, das wird auch irgendwann in den Kommentaren landen, spricht man nicht so schnell. Aber ich mag das. Hey, was soll's? Gewöhnt euch dran. Nein, wenn es nicht gefällt, ich kann das auch wieder ändern. Ja, also ich kann meinen Kommentarstil auch komplett ändern. Aber das möchte ich eigentlich gar nicht. Aber das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen, das ist nicht gut genug geschwächt. Wir haben nur noch einen Pokéball. Ach komm, ich riskiere das. Ansonsten, wir müssen eh zurück zur Stadt. Denn ich brauche ohnehin Pokébälle. Und ob wir nur jetzt gehen oder hinterher gehen, ist nur relativ egal. Eigentlich wollte ich gehen, wenn wir drei Inkognitos haben. Wir haben jetzt Gott sei Dank drei Inkognitos. Denn dann müssen wir hier erstmal nicht mehr zurück. Alles andere hier in den Alfruinen machen wir nämlich später. Ja, euch erst heiß machen und dann doch nicht das machen, was ich eigentlich will. Ich bin so böse, ich weiß. So. Okay. Dann lasst uns jetzt zu den Professoren. Vor dieser Leiter muss natürlich noch ein Pokémon erscheinen. Ich habe jetzt eh keinen. Ich würde es jetzt wirklich gerne fangen, aber ich habe ja keine Pokébälle mehr. Aber das ist garantiert ein Y. Wenn das kein Y ist, fresse ich einen Besen. Ich glaube, ich habe mir gerade ins eigene Fleisch damit geschnitten. Das hätte ich niemals sagen sollen. So. Ah, jetzt leckt es hier draußen auch nicht mehr, weil ich gerade nicht mehr rendere. Kurze Pause gemacht, damit der dritte Part rendern kann und jetzt bin ich im vierten. Ja, wer gibt mir denn jetzt den neuen Pokédex? Eigentlich müsste mir das ja der hier bestimmt geben, weil der klang schon so, als würde er genau das wollen. Nee.
Das ist ja blöd. Warum sind die jetzt? Aber wir sind ja, wir haben die ja auch alle hier drin, ne? Und das sind auch drei verschiedene. Ja, das sind eindeutig drei verschiedene. Ziemlich eindeutig. Aber wir kriegen nicht den tollen Pokédex von denen. Ich würde mal einfach so behaupten, entweder mache ich irgendwas falsch oder das ist tatsächlich noch nicht in dieser Version hier so vorgesehen, dass man den Pokédex jetzt hier bekommt. Hier kommt man, das wird bestimmt noch nachgepitcht oder so, keine Ahnung. Gehen wir einfach mal davon aus. Also machen wir jetzt dann, das wollte ich machen und jetzt machen wir noch was anderes. Was ist er denn hier eigentlich für einer? Moment mal. Du studierst in den Ruinen? Ah, ich habe einen Forscher in the Making gesehen, was? Was hat er mit dem Forscher gemacht? Was hat er mit dem Forscher eigentlich will ich es gar nicht wissen, egal. Wir sind wieder zurück in Viola City und wir gehen jetzt zum Markt. Wir gehen jetzt shoppen. Ganz viel shoppen, nämlich Pokebälle. Ich möchte 10 Stück. 10 Pokebälle will ich. Guten Tag. Willkommen. Was brauchst du? Bei. Was ist das denn? X-Defend, X-Attack, X-Speed, Escape Rope. Kann man hier noch klicken? Oh ja, oh ja. Potion, Antidot, Awakening und Paralyze. Hier. TMs. Oh, Pokebälle. Guck mal. Drop Item hier. Na, ah, Pokeball. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Mir war danach. So. Mehr hast du? Weg. Weg, weg, weg. So. Ist das hier Schlüssel? Aha. Aber das hier nehme ich mal noch eins mit. Da kann man immer mal gebrauchen. So. Dann bin ich zufrieden. Brauche ich hier irgendwo? Kann ich irgendwas verkaufen? Das sind die TMs. Nö. Achso, das sind die Dinger hier. Die behalte ich erstmal. Und Schlüssel, ja, keine Ahnung, habe ich nicht. Gut, dann tschüss. Mehr brauche ich nicht. So, alles klar. So, dann kommen wir hier wieder raus. Und dann gehen wir jetzt... Jetzt gehen wir auf Route 32. Denn... Nein, halt! Wir müssen noch ins Pokémon Center. Wir müssen noch ins Pokémon Center zu Schwester Joy! Denn wir brauchen noch wieder geheilte Pokémon. Pokémon Center. Guten Abend. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine müden Pokémon. Möchtest du, dass deine Pokémon eine Pause machen? Ja. Okay, ich werde deine Pokémon nur ein paar Sekunden übernehmen. Danke, dass du gewartet hast. Wir haben deine Pokémon wieder geheilt. Wir hoffen, wir sehen dich wieder. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich dich jemals wiedersehen möchte. So. Persönlich. Weiß ich das nicht. Okay, also wir haben noch knappe 6 Minuten. In den knappen 6 Minuten kann man ja noch ein bisschen was schaffen. Irgendwie kam mir früher 15 Minuten länger vor. Als es jetzt der Fall ist. Das ist doch bestimmt ein Trainer. Na egal. Ja, ist natürlich ein Trainer. Mr. Mauli, richtig? Ein Typ mit Brille hat nach dir gesucht. Aber sie selbst, er wartet auf dich im Pokémon Center. Och. Habe ich nicht gerade gesagt, wir möchten nicht zurück ins Pokémon Center? Habe ich das nicht gerade eben gesagt? Ich habe gerade eben gesagt, ich möchte Schwester Joy nicht wiedersehen. Und jetzt kommt dieser Typ an, dieser verdammte Typ, und meint, ich müsste zurück ins Pokémon Center, weil irgendein Typ mit einer Brille auf mich wartet. Hallo, geht's noch? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Also zurück ins Pokémon Center. Da ist der Typ mit der Brille. Eindeutig. Und es ist, Mr. Mauli, lange nicht mehr gesehen. Professor Elm hat nach mir gefragt. Er hat mich gefragt, dich zu finden. Er hat noch ein anderes Anliegen, was er dich fragen möchte. Möchtest du dieses Pokémon einnehmen? Mr. Mauli, möchtest du dieses Pokémon einnehmen? Ich frage dich noch ein zweites Mal. Ja. Mr. Mauli erhält ein Pokémon-Ei. Wir haben es entdeckt. Wir haben dieses Pokémon entdeckt. Es wird nicht schlüpfen, bevor es nicht in einem Ei groß geworden ist oder was auch immer.
irgendwas mit Other Active Pokémon umzuschlüpfen. Keine Ahnung. Mr. Mauli, du bist der Einzige, die einzige Person, auf die wir zählen können. Wirklich die Einzige. Bitte, bitte sag Professor Elm, wenn das Ei ausgeschlüpft ist, bitte sag es ihm. Drama, Baby. Klingeling. Okay, wir gehen nochmal an den Computer. Bilds PC. Box 1. Nee, wir machen jetzt... Merkt euch das mal, Box 12. Können wir die umbenennen? Kann man das? Nee. Kann man, aber was ist das hier? Summary. Ach, keine Ahnung. Wir machen jetzt Box 12, wird jetzt unsere Inkognito-Box. So. So. Shutdown. Das reicht. So, das Ei müssen wir natürlich drin behalten. Wenn ich jetzt das Ei an erster Stelle lege, ob mir dann das Ei hinterherläuft. Das wäre ja eigentlich zu witzig, aber ich glaube, das geht nicht. So, aber jetzt. Jetzt, liebe Leute. Jetzt, liebe Leute. Wir gehen jetzt. Dreimal jetzt in drei Sätzen. Auf Route 32. Wollte ich eigentlich sagen. Aber ich brauchte etwas Zeit, um das zu sagen. Okay. Ja. Hey, du hast ein paar gute Pokémon da. Ach so, das muss vom Training stammen, dass du ihn um Violet City herumgegeben hast. Das Training im Gymnasium, ach nee, Quatsch, in der Sporthalle, muss besonders hilfreich gewesen sein. Als ein Souvenir von Violet City. Nimm das. Es wird die Stärke von Grastypen-Pokémon, also Pflanzentypen-Pokémon, erhöhen. Ich habe jetzt den Miracle Seed erhalten. Okay. Deine Erfahrungen in Violet City sollten sehr hilfreich sein für deine Reise. Okay. Wenn du das sagst, dann wird das wohl stimmen. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir wirklich. Ich vertraue dir mein Herz an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du mich angelogen hast. Was kommt hier? Ein wildes Ein Knofenser! Wer hätte denn damit rechnen können? Quick Attack, ich will das haben. Olle Ratte benutzt Quick Attack. Sieht auch super aus. So, super. Das stirbt davon nämlich nicht. Das Rankenhieb, ne? Weinhype. Müsste Rankenhieb sein. Quick Attack! Mach das. Es wird nicht das einzige Knofenser sein, dem wir begegnen innerhalb unseres Spieles. Ich weiß das. Achso, Moment, wir gehen in die Einstellung, bevor ich das jetzt wieder vergesse. Ich bin ja so vergesslich. Und hier, Animation, Kampf, nein, Angriffe aus, keine. Wurde nicht gespeichert. Wählen unter Option speichern. Achso. Achso. Aha. Aha, da haben wir es nämlich. Ich hab dich vorher hier noch nie gesehen. Ha, du denkst also, du bist ziemlich stark, was? Na, Youngster Albert. Er möchte kämpfen, ja. Da ist es vielleicht nicht ganz so gut gewesen, olle Ratte nach vorne zu nehmen. Er hat auch eine olle Ratte. Seine olle Ratte heißt allerdings Radfratz und ist nicht ganz so cool wie meine Ratte. Meine Ratte ist einfach die beste. Das ist ganz normal. Aber seine Stärke, das gibt's gar nicht. Wie kann es wagen, meine Ratte besiegen zu wollen? So. Level 9, schön. Lernt es dann auch mal irgendwie was? Wann kommt der Hyperzahn denn? Ach, das lernt er erst als Radikal. Ich denke schon wieder zu weit. Oh, ein Zubat. Nein, möchte ich nicht. Ein Zubat haben wir ja noch gar nicht gesehen. Tada, ein Zubat. So, ohne Animationen gefällt mir das hier nämlich schon mal viel besser. Wir gucken uns später vielleicht nochmal Animationen an, wenn wir besondere Attacken lernen. Ich würde gerne sehen, wie so eine Hydropumpe oder so ein Surfer aussieht. Das gucken wir uns später dann nochmal an oder so ein Flammenwurf. Aber jetzt erstmal bei diesen langweiligen Attacken brauchen wir das nicht. Tada! Du bist stark! Was du gut erkannt. Mensch, er hat ja ganz schön viel Geld dafür, dass er irgend so ein komischer Youngster ist, der hier in der Pampa rumläuft.
Was kommt? Kommt ein Knuffenser, 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 Knuffenser. Wie oft ist die Häufigkeit? Oft, 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 oft. In Silber und in Gold. Und es kommt ein Voltilam. Ein Voltilam hat auch oft. Wer hätte das gedacht? Aber das Voltilam will ich auf jeden Fall haben. Quick Attack. Ja, schön. Das ist sehr gut. Donnerwelle. Donnerwelle, wie ich diese Attacke vermisst habe. Aber egal. Das Pokémon sollten wir jetzt eigentlich fangen. Voltilam Starter was added to the Pokédex. Rename Voltilam. Rename. In Schweinchen. Okay. Ihr seht schon, meine Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Das ist unglaublich. Jetzt können wir Radfratz erstmal nicht mehr gebrauchen, weil es paralysiert ist. Aber, was wir noch gar nicht gemacht haben, ist nämlich in den Codex mal reinzuschauen. Und, oh, der sieht ja cool aus. Guckt mal, ist das nicht schön. Gesehen, 18 gefangen, 7, Shiny 0. Habitate Mode, List Mode. Was ist denn Habitate Mode? Komme ich nicht hin. Doch, halt, wo ist der Mauszeiger? Der ist da oben. Nee, komme ich nicht hin. Okay. Und Voltilam ist hier unten irgendwo. Hier haben wir noch Zubat. Da ist Knuffenser. Ah, wer weiß, wo das Voltilam ist. Hier. Irgendwo muss das jetzt sein. Oder auch nicht. Togepi. Ach, guck mal, wir haben schon Togepi, obwohl das Ei noch gar nicht ausgeschlüpft ist. Psst, erzählen wir keinen. Wir haben nur das Ei. Psst. Und hier ist Inkognito. Mhm. Und das Pokémon, das müssen wir nicht erwähnen. Ist unwichtig. Okay, zurück. Wir speichern. Der Part ist zu Ende. Wir sehen uns im nächsten Part und in diesem Sinne und bis dahin, euer Mr. Mauli.